Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich weiß es nicht, blendet mich, also euch vielleicht. Ja, sonst könnt ihr mich gerade gar nicht sehen. Ja, ich würde mal sagen, wir machen ein bisschen Real Talk, sag ich mal. Und zwar, ich erzähle, was ist meine Vergangenheit. Ja, also bei mir gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Außer sehr schlimme Dinge. das ist wirklich so. In meiner Kindheit hatte ich ja wirklich viel, also hatte ich wirklich viel zu tun im Krankenhaus. Weil ich war wirklich, als kleines Kind war ich wirklich so ein Typ, wo halt öfters krank war. Zum Beispiel, ich hatte zweimal hatte ich Lungenentzündung. Keine Ahnung, wegen was. Ich bin also um Mitternacht, genau um diese gleiche Zeit, um Mitternacht, bin ich aufgewacht, habe keine Luft mehr bekommen. Dann habe ich einmal meine Schwester aufgeweckt. Dann ist sie zu meinen Eltern gerannt, meine Schwester hat dann meine Eltern aufgeweckt, die sind dann zu mir gerannt, meine Mutter hat einen Notarzt gerufen oder Krankenwagen, keine Ahnung, und dann hat mein Vater mich zum Fenster gebracht, dass ich frische Luft bekomme. Und dann sind die gekommen, haben mich halt untersucht, bla bla bla. Haben mich mitgenommen für ein paar Tage. Und ja, nach ungefähr 2 Wochen oder so ging es mir wieder besser. Und das zweite Mal ist ein bisschen anders. Es war eigentlich schon gleich, nur ein bisschen anders. Ich bin um die gleiche Uhrzeit aufgewacht. Genau gleiche Uhrzeit. Dann bin ich zu meinen Eltern gerannt, habe meine Eltern aufgeweckt. Ich bin zu meinen Eltern gerannt, habe meine Mutter aufgeweckt. Meine Mutter, dann habe ich gesagt, Mama, ich bekomme keine Luft mehr. Und dann hat meine Mutter hat meinen Vater aufgeweckt. Und meine Mutter hat dann Krankenwagen angerufen, mein Vater hat mich dann zum Fenster gebracht und der Krankenwagen ist dann gekommen, hat mich untersucht und hat mich wieder mitgenommen. Das war wirklich fast gleich, nur ein bisschen anders. Und ich kann es vielleicht erzählen, weil, also wenn ich ehrlich bin, hat es mir eigentlich sehr Spaß gemacht, im Krankenhaus zu sein. Das hat mir wirklich sehr Spaß gemacht. Und weil da musste ich nicht zur Schule gehen und deswegen habe ich das irgendwie gefeiert. Und ja, also wenn ich ehrlich bin, ist es wirklich so gewesen. Dann mal eine andere Geschichte. Das war an einem Silvester. Ich weiß nicht, wann es war, also wie alt ich war und sowas. Blablabla. Das war so. Das war so. Also mein Vater hat gesagt, mein Vater hat mich erinnert, dass er mal so eine